Wir sind hier auf dem Rathausforum zwischen Berliner Fernsehturm und dem Roten Rathaus. Dieser zentrale Ort soll neu gestaltet werden. Dazu läuft gerade ein freiraumplanerischer Wettbewerb. Frau Lüscher, können Sie uns etwas zu der Bedeutung dieses Ortes und zu der Bedeutung des Wettbewerbs erzählen? Ja, das ist ein sehr internationaler Ort, der ganz über Berlin hinausstrahlt. Natürlich mit dem Fernsehturm, mit dem Wahrzeichen neben dem Brandenburger Tor, das in die ganze Welt strahlt. Es ist aber auch ein sehr historischer und geschichtsträchtiger Ort. Ich meine, hier wurde Alt-Berlin und Alt-Köln gegründet, die mittelalterliche Stadt. Wir haben das alte Rathaus ausgegraben, wir haben die Gerichtslaube ausgegraben. Wir haben eine weitere Zeitschicht, die auch mit viel Leid verbunden ist natürlich. Die Nazizeit, in der viel jüdisches Eigentum enteignet wurde. Aus dieser Zeit haben wir zum Beispiel entartete Kunst ausgegraben. Und dann haben wir die jetzige Schicht, die das Zentrum, politische Zentrum, das Stadtzentrum der DDR. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man all diese Zeitschichten auch in Zukunft erlebbar macht. Und dann ist es natürlich ein politischer Ort, logischerweise mit dem Roten Rathaus. Es ist ein säkularer Ort mit der Marienkirche. Es ist ein sehr öffentlicher Ort, ein Ort, wo man sich begegnet. Ein extrem symbolhafter Ort, in dem man sich seit der Wende streitet. Und dieser Streit wurde dann schlussendlich in einem Verfahren aufgenommen. Alte Mitte, neue Liebe nennt es sich, was schlussendlich in den jetzigen Wettbewerb gemündet hat. Viele Berlinerinnen und Berliner nutzen diesen Ort aber auch ganz alltäglich, wie wir hier sehen und hören können. Wie passt das mit den Bedeutungen zusammen, die Sie bisher beschrieben haben, Frau Lüscher? Ja, das passt sehr gut zusammen. Ich denke, es ist eben auch ein Ort, auf dem man sich erholt. Ja, wenn man Kultur konsumiert hat auf der Museumsinsel oder im Humboldt-Forum in Zukunft, dann kann man sich hier erholen. Dann kann man die Seele baumeln lassen und man kann das Grün genießen, die Weite, die Offenheit. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Ort der ganz jungen Leute. Ja, da hier die Skater, auf diesen wunderbaren Terrassen kann man diesen tollen Sport ausüben. Also man kann alles hier tun, man kann Hochzeiten feiern in der Marienkirche. Man kann sich aber auch vor dem Roten Rathaus als Fußballverein Union oder Hertha die Meisterfeier feiern. Ja, man kann eigentlich alles hier tun und es hat vor allem für alle Platz und das soll es auch sein, ein Ort für alle. Sie haben es eben schon anklingen lassen. 2015 haben sich viele Bürgerinnen und Bürger zu diesem Areal geäußert in den 10 Bürgerleitlinien. Wie fließen denn diese Empfehlungen in die Umgestaltung des Rathausforums ein? Ja, das ist richtig. 2015 haben wir Bürgerleitlinien beschlossen, nach einem sehr langen Prozess mit über 20 Veranstaltungen. Und diese Bürgerleitlinien wurden dann auch vom Abgeordnetenhaus beschlossen und sind dadurch eine verbindliche Grundlage für die weitere Planung hier an diesem Ort. Und diese Bürgerleitlinien sagen zum Beispiel, dass das ein Ort für alle sein soll. Es soll ein nicht kommerzieller Ort sein. Es soll aber auch ein Ort sein, der sich auf die Geschichte bezieht, wo man Geschichte sichtbar macht. Und es soll ein grüner Ort sein und ein Ort, wo man Zugang hat zum Wasser und so weiter und so fort. Und diese 10 Bürgerleitlinien, die sind verbindlich im Wettbewerbsprogramm aufgeführt und sind verbindliche Grundlage für die Planer und Planerinnen, die nun im Wettbewerb uns Vorschläge machen. Vielen Dank, Frau Lüscher, für Ihre Zeit. Ab dem 23. März finden Sie hier vor dem Roten Rathaus die Ausstellungselemente. Sie beschreiben den Wettbewerb zur Freiraumplanung des Rathausforums und geben Informationen zu den bisherigen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Abonnieren Sie jetzt unseren Werkstattbericht, den Newsletter, der alle 2 Wochen versandt wird.